Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich meine Essence Adventskalender bekommen und möchte die mit euch zusammen auspacken. Es gibt von Essence 3 verschiedene Adventskalender. 2 sind zum selber packen für 19,99 habe ich gesehen. Und für diesen habe ich bezahlt 24,99 und der ist dann halt auch schon fertig, ne, in 3 Schubladen. Ich habe noch Versand dazu bezahlt, weil ich habe ihn gekauft bei Cosmetic for Less, genau. Aber bei Douglas habe ich ihn gesehen, ohne Versandkosten kriegt ihr ihn da, ne, wenn ihr ihn bestellen wollt. Und so schaut er aus. Ne? Und ich stelle ihn hier hin und nehme mal die erste Schublade raus. Und da haben wir hier die erste Tür. Die mache ich mal auf. Und da ist hübsch aus. Ich denke, das ist extra für den Adventskalender, ja, bestimmt angelegt, gemacht worden. Ein Blush, würde ich sagen. Ja, ein Rouge, genau. So schaut er aus. Ich finde den richtig schön. Schaut mal, das ist eine tolle Farbe, finde ich. Ne? In der Nummer 1, so mit Sternen und auch die Farbe gefällt mir richtig gut an. Blush. Mal dahin. Hier haben wir auch schon die 2. Ich nehme mal die zweite Tür auf. Da habe ich, das sieht aus wie ein Lip Balm. Mal schauen. Essence Lips, ein Lip Scrub. Aha, so als Stift, ein Lip Scrub als Stift. So schaut die aus. Mhm. Riecht gut. Ja, einen Lip Scrub in der Nummer 2. Zweiten Türchen. Ja, mal gucken, wo haben wir Türchen Nummer 3? 4. Dann muss das hier sein. 8. 17 bis 6. Nee, hier ist die 3. In der untersten Schublade ist dann die 3. Ich mache die 3 auf. Das ist immer so hübsch verpackt. Mal schauen, wie ich das jetzt rauskriege. Na, jetzt habe ich ihn. So schaut das aus. Und das ist eine Eyeshadow Base. Oh, schön. Ich habe ja keine Eyeshadow Base, was benutze ich sonst nicht. Aber da jetzt hier eine drin ist, werde ich die auch mal ausprobieren. Mal schauen, ob das dann noch besser hält. Ne? Da bin ich gespannt. Eine Eyeshadow Base von Essence. Genau. Das war die 3. Dann haben wir hier auch gleich die 4. Mach ich auch mal auf. Was ist das? Sticker. Nagelsticker. Im weihnachtlichen Design. Na? Weihnachtliche Nagelsticker. Jo, ich werde die ausprobieren. Sowas ist ja nicht für jedermann was. Ne? Vor allen Dingen ist das sehr fisselig mit den Nagelstickern. Aber ich probiere das mal aus. Sind die süß. Und dann suchen wir die 5. Die ist auch hier. Das sieht mir aus wie ein Lipstick. So schaut er aus. Finde ich richtig hübsch mit so einer Schleife drauf. Und die Farbe ist auch schön. Ich kann mal hier so auf die Hand machen. Ja, und der ist auch nicht matt. Ich bin ja nicht so für matte Lippenstifte und die Farbe finde ich richtig schön. Die gefällt mir gut. So ein Lipstick in der 5 und 7 habe ich hier. Dann ist hier bestimmt die 6. Das ist ja Nikolaus. Na, das ist in dem mittleren. Da haben wir 6. Und in der 6 habe ich etwas, das ist eingepackt in Papier. Mal schauen, was das ist. Ein Spiegel sehe ich. Hier hinten steht das drauf. Da ist ein Spiegel drin. Oh, das ist aber hübsch noch in so einer Tasche mit Lederoptik. Das ist aber kein Leder, das ist nur Kunstleder. So.
Und das ist der Spiegel. So schaut das von hinten aus. Ja, mit der Tasche, die mir gerade runtergefallen ist. Aber das ist ja schön für die Handtasche, ne? Mal so einen kleinen Spiegel, dass man mal gucken kann, ob alles noch richtig sitzt. Ja, ein kleiner Spiegel am Nikolaus in der 6. Die 7 haben wir, habe ich auch schon gesehen, hier. Hier unten ist die 7. Mach auch mal auf. Na, die geht schwierig auf. Oh, die geht kaputt, aber gut. Das kann man ja nachher alles wieder da so reinmachen als Schublade und dann sieht der Kalender ja trotzdem noch ganz süß aus. Ist auch wieder eingepackt. So eingepackt im Papier. Hier hinten steht dann schon was drauf. Ein Augenbrauen-Spoiler. Spoiler, ne? Spoiler. Sowas kann man ja immer gebrauchen. Mal schauen, wie der ausschaut. Rauskriegen hier, ne? Ich mach mal die Tüte ein bisschen. Ah ja. Oh, hübsch. Schaut mal. Mit Glitzer. Ein Augenbrauen. Spooler. Ja, schön. Augenbrauenbürstchen halt, ne? Genau, das war die Nummer 7. Und die 8 ist hier in der mittleren Schublade. Diese hier, da ist ein Nagellack drin und zwar ein Primer, ein Nail Primer. Ja, so schaut er aus. In der 8, in der 9, die ist wieder hier drin. Genau. Oh, das ist eine Mascara. I Love Extreme Volumen Mascara. Die mag ich ja sehr gerne, die I Love Extreme Mascaren. Ja, Volumen Mascara steht hier. In Schwarz habe ich noch gar nicht gesehen. Die machen wir mal auf, gucken wir mal, wie das Bürstchen aussieht. Ja, so ein Bürstchen hat es. Und ich bin gespannt, wie die ist. Die probiere ich ja dann auch gleich mal aus. Die ist schön. Da freue ich mich auch drüber. Mascara ist immer toll. Probiere ich ja immer gerne auch neue aus. Die 10 haben wir dann wieder in der mittleren Schublade. Ach, süß. Das sind so kleine Wämmchen, zwei Stück, ganz kleine, für Concealer oder so, ne, zum Verblenden. Ja, das ist schön. So kleine habe ich noch gar nicht. Finde ich toll. In der 10, genau. Dann die 11. Die ist hier drin. Da ist die 11. Ja. Haben wir eine Handmaske, ja, mit Urea und Vitamin E. Eine Handmaske ist hier drin. So, das ist ja auch was Schönes. Eine Handmaske, das finde ich toll. Sowas habe ich gar nicht da. Ich hatte mal eine. Ich glaube, in einer Box war eine drin. Aber ja, die habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Habe ich die verschenkt? Ich weiß es nicht. Das war die 11, dann kommt jetzt die 12, das ist hier unten, so eine längliches Türchen. Oh, die geht mir auch kaputt, da muss man ein bisschen... Mal schauen, was ist das denn? Das ist ein Kajalpinsel. Ah ja, zum Anspitzen. Ich bin ja nicht so ein Fan für Kajalstifte zum Anspitzen, ne? Aber gut, ein schwarzer Kajalstift von Essence natürlich. Das war in der 12.
So, mein Stuhl ist so weit runtergerutscht, ich verschwinde nachher. Der ist schon alt und der geht manchmal runter. Genau, jetzt suchen wir die 13. Die ist hier. 13. Oh, was ist das denn? Das sind so Perlen und Sternchen und kleine Diamanten. Das ist, glaube ich, fürs Gesicht, ne? Genau. Juwelen fürs Gesicht. So schaut das aus. Sowas habe ich noch nie gemacht. Ich denke, zu besonderen Anlässen kann man sowas ja mal ausprobieren, ne? So einen kleinen Mini-Diamanten vielleicht irgendwie mal irgendwo hinkleben. Finde ich ja ganz süß. Das werde ich mal ausprobieren. Sowas hatte ich noch nie. Das war die 13. Jetzt kommt das Türchen 14. 14 ist hier in der mittleren Schublade. Hier unten. Macht so Spaß. Adventskalender, wenn man die so gleich auf einmal aufmachen darf. Ne? Obwohl es auch schön ist, zur Weihnachtszeit jeden Tag freut man sich. Ne? Und blended out, when in doubt. Sprüche noch da drin. Genau. Dann ist hier nochmal so im Papier eingepackt. Ich schätze mal, das wird auch ein Pinsel oder so sein. Mal schauen. Ja. Das ist ein Blenderpinsel. Schaut mal, wie schön der aussieht. Ne? Finde ich ja richtig hübsch. Mit diesem Glitzer da drin. Ja, das ist der. In der 14. Was haben wir? Wo haben wir die 15? Hier. Da ist die 15. In der 15 ist ein Nagellack. Und zwar in einem, ja, so ein beige Nude-Ton. Ja. Das ist ein Mini-Nude-Nail-Polish. Und da ist so ein Geschenk drauf in Gold. Also so richtig schön für Weihnachten schon. Richtig niedlich gemacht in dieser Farbe. Ne? Ein Nagellack. Dann kommt die 16, die habe ich eben gesehen. Hier ist die 16. Das ist eine Nadelfeile. Na? Richtig schön goldglitzernd, eine Nadelfeile. Und hier steht drauf, Sparkle all the way. Genau. Und das ist ganz niedlich, auch so weihnachtlich, liegt noch so hier ein weihnachtliches Motiv. So, da ist eine Nagelfeile drin. Sieht ganz hübsch aus. In der 16. Jetzt kommen wir zur 17. Die habe ich hier. Da ist die 17. Juicy Bomb steht da drauf. Das ist ein Lipgloss, ein Shiny Lipgloss. Na? Ja, ein Lipgloss. Ups, in der 17. Hier ist die 18. Hier ist die 18. Oh, da haben wir Haarbänder. Die sind ja niedlich. Zwei Haargummis. Aber finde ich richtig hübsch. Mal was anderes, ne? Ja. Die Haargummis. Dann kommt die 19. Die ist hier in der mittleren Schublade. Das sieht mir wieder wie ein Pinsel aus. Wieder so in Papier eingepackt. Ich mache das jetzt mal auf dieser Seite auf. Habe ich hoffentlich nicht immer den Pinsel auf der Seite. Ne? Dann ist das wieder gleich der Stiel, weil ich hatte die anderen beiden auf der anderen Seite aufgemacht, die da was verklebt ist. Genau. Und dann ist das immer gleich der Pinsel. So, ein Lidschattenpinsel, so einen schönen kleinen, etwas flachen. Die kann ich immer gut gebrauchen. Und auch so in diesem
glitzernden Design. Richtig hübsch. Jo. Das war die 19. Jetzt kommt die Nummer 20. Die ist hier. Mal schauen. Ein Lip Balm. Ja, immer so richtig schön mit so ein bisschen weihnachtlich goldenem Design. Ja, das ist die Nummer 20. Ein Lip Balm. 21 haben wir hier. Ein Gerät. Was ist das? Ach, eine Wimpernzange. Das ist eine Wimpernzange. Die packe ich mal aus. Die sieht ja witzig aus. Wo habe ich die noch nicht gesehen? So ganz klein. Na, wie kriege ich das jetzt auf? Hier. Und wie funktioniert die jetzt? Wie soll die funktionieren? Das ist ja... Okay, aber kann man die irgendwie noch aufmachen? Also so schaut das aus. Das ist eine Wimpernzange. Muss nur rausfinden, wie man die benutzt, ne? Gute Frage. Also hier geht das halt hoch, aber muss ich die irgendwie auseinanderklappen? Aha. Das ist ja toll. Also das hier hinten klappt ihr runter und dann könnt ihr euch die Wimpern damit biegen. Ich probiere das mal aus. Ich komme ja mit Wimpernzangen eigentlich nicht klar. Aber die ist so richtig schön süß klein, mal was anderes. Und ich probiere die einfach mal aus. Ja, finde ich toll. Eine Wimpernzange in der 21. Und dann kommt hier die 22. Da ist auch ein Nagellack drin. Und zwar ist das ein Top. Na? Also nach dem Lackieren und dann Topcoat drüber. Das ist dann ein Base, Nagellack habt ihr dann und ein Top. Ja, finde ich gut. Passt alles zusammen. Das war die 22, dann kommt die 23, die ist hier. Das ist ein etwas größeres Türchen. Aha. Und das ist ein Brush Cleanser, also ein Pinselreiniger. Der hat hier so richtig schön Noppen da drin. Hinten so ein, ne, so ein Saugnapf. Könnt ihr dann zum Beispiel in eine Schüssel tun. Dann macht ihr hier eure Seife rein zur Reinigung für die Pinsel und Wasser. Und könnt die dann richtig schön da drin an diesen Noppen, ne, die Farbe abkriegen. Finde ich toll. Kann man auch gleich im Waschbecken machen. Hält dann ja wohl auch fest. Und dann kannst du deine Pinsel reinigen. Ein Pinselreiniger. Niedlich. Ja. Echt gut. So, das war die 23. Und jetzt kommt Weihnachten. Die 24. Letztes Türchen. Das hier. Und da haben wir... Schau mal, das sieht... Ja, ein Highlighter. Oh, das auch so mit diesen schönen Sternen, ne? Wie der beim Blush auch schon. Ne? So ein Highlighter in so einer goldenen Farbe. Ja. Ja, genau. Die Verpackung voll süß, alles so ein bisschen weihnachtlich. Und das war jetzt der Kalender. Ich muss sagen, ich finde die Sachen sehr schön. Gut, hier mit den... kann ich mir vorstellen, ne, dass damit jetzt nicht jeder was anfangen kann. Und so ein Spiegel ist ja oft in Adventskalendern, was ich aber niedlich finde, dass der mit so einem goldenen Täschchen ist.
Na, und dann halt. Fühlt sich ganz gut an. Hier hinten steht Essence drauf. So, schaut er von hinten aus. Ist ganz niedlich für die Handtasche. Na, und die Pinsel finde ich auch toll. Die Mascara finde ich toll. Na, das probiere ich mal aus hier mit der Wimpernzange. So, ist ein schöner Adventskalender. Ne? Türchen kann man ja mal alle wieder zumachen, dann kann man es auch wieder reinstellen. Und ich hatte letztes Jahr den von Catrice, den zum selber packen, gibt es ja von Essence auch. Dann bin ich am Überlegen, ob der vielleicht sogar noch schöner gewesen wäre, weil da konnte man so ein bisschen sehen, was da drin ist. Ne? Wenn ihr die euch aussucht und bestellen wollt, seht ihr schon, was da drin ist, so ein bisschen. Konnte ich hier nicht sehen. Aber es sind auch viele schöne Sachen dabei. Er gefällt mir ganz gut. Ich fand das ganz niedlich hier mit diesen Schubkästchen. Könnt ihr euch dann irgendwie schön hinstellen. Ne? Und hier drin ja, steht dann auch immer gleich nochmal was. Hier steht Keep Balm and Keep Calm und Balm. Das sind immer noch so Sprüche drin, ne? Delivery for the North Pole und so weiter. Ja, ich finde ihn ganz niedlich zum Hinstellen. Deswegen habe ich mir diesen auch ausgesucht. Den anderen müsst ihr euch ja dann selber zusammenpacken oder zum Verschenken halt, ne? Und diesen hier, der ist schon fertig. Dafür kostet er dann auch ein bisschen mehr. Der kostet ja 24,99 €. Wenn ihr euch den aussucht oder euch für den entscheidet, dann würde ich bei Douglas mal gucken, denn da war zuletzt jetzt ohne Versand. Ich habe jetzt bei Cosmetic for Less habe ich 3,93 € Versand bezahlt. Und das muss ja nicht sein, ne? Das kann man sich dann ja sparen. Genau, mir gefällt er ganz gut. Ne? Sind einige Produkte bei, wo ich mich freue, die auszuprobieren. Ne? Genau, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an dem Video gehabt. Schreibt mir mal, wie euch der Inhalt gefällt. Würde mich auch interessieren, na, was ihr so dazu sagt. Ist das was für euch? Also ich mag ja sehr gerne Kalender mit Kosmetik drin, die man halt, dekorative Kosmetik halt. Das mag ich ja sehr, sehr gerne. Und deshalb habe ich mich auch schon riesig auf den Kalender gefreut. Na, ja. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.